Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind hier in diesem Kampf mit Hokumil. Was daran liegt, dass wir das in unser Team nehmen. Das Pokémon gibt es hier eher selten. Aber ich habe es jetzt mal nach ein paar Minuten gefunden. Und wir werden es fangen. Man könnte das Pokémon theoretisch auch jetzt sofort wieder entwickeln. Man muss nämlich nur etwas Bestimmtes machen, was ich gerade nicht weiß, um es zu entwickeln. Aber ich werde es erstmal nicht entwickeln. Zumindest für diese Folge nicht. Ich werde es erstmal ein wenig trainieren, so. Vielleicht bis 20 oder so. Und dann will ich es entwickeln. Das hätten wir nicht so den Geschmack von Hokumil erstmal bekommen. Ja, Hokumil, zweite Entwicklung kennen wir alle, aber da werde ich noch nichts zu sagen. Ja, ich mag das Pokémon sehr, ich bin gehypt. Und yeah, cool. Und es will auch gerne unser Team, habe ich gehört. Habe ich richtig gehört. So. Wie findet ihr Hokumil so? Ich find's sehr, sehr cool und cute. Wir nennen es Cremi. In mein Team, bitte. Das Mauzi kann weg. Yeah. Gut. So, schnell wegrennen, bevor die mich erwischen. Na, Hilfe. So, heute haben wir vor, die Arena herauszufordern. Wenn man etwas vernachlässigt, dann kommt irgendwann der Moment, an dem man es bereut. Stimmt. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte Buxil nach ganz oben bringen. Hieß das so? Hokusil? Nee. Wie hieß das nochmal? Jetzt habe ich schon den Namen vergessen. Egal, nennen wir es Cremi, so wie ich es genannt habe. Ich finde die englischen Namen eh zum Teil besser. Entschuldige, aber Team Yell hat mit seinem Unfug hier einiges an Dreck zugelassen. Zurückgelassen. Es kann dauern. Es dauert noch ein wenig und so. Bis alles wieder auf Vordermann gebracht ist. Also geduldig bitte noch ein wenig und schauen Sie sich ein wenig um in unserer wunderschönen Stadt. Okay, das machen wir. Juhu. Feuer. Okay. Ich weiß nicht, was diese Steine bedeuten. Ob das irgendwie eine Sidequest ist oder so. Ich weiß es nicht. Hier gibt's nichts. Wirklich? Okay. Hier gibt's aber was. Ein Ewigstein! Theoretisch können wir den Ewigstein schon auf Houtini drauf tun, aber ich glaube, ich entwickle Houtini trotzdem. Auch wenn ich das nicht entwickeln will. Ich lasse es. Ich mache es trotzdem, glaube ich. Wirbler! Okay, was für eine Attacke ist das? Keine Ahnung. Machen wir weiter. Okay, von hier aus kommen wir nicht lang. Aber ihr habt ja schon alle gesehen, da ist die Arena. Ich hoffe, wir können heute schon rein. Das wäre super, super dufte. Ja, ja. Let's go, let's go. Und was ist das hier? Unlicht. Okay. Immer mehr Leute wollen sich die Geoglyphen ansehen. Tja. Houtini. Ja, man hübsche Blumen mit sich trägt, werden oft Pokémon davon angelockt. Yaro arbeitet nicht nur hart auf den Feldern, er züchtet auch wunderschöne Blumen. Okay. Hört sich ja nett an. Die Stadt ist sehr, sehr klein. Hier gibt es fast gar nichts. Nur halt die Arena und die Geoglyphen. Aber die Arena ist so das die Hauptattraktion. Zumindest für uns. Hey, Hopp. Gib dir das, Maike. Ich hab den Pflanzenorden. Das ging fix, was? Als ob du den schon hast. Tja, wenn es um Wally geht, bin ich eben unschlagbar. Was ich damit meine, das wirst du gleich sehen. Keine Angst, du packst das bestimmt auch. Du bist schließlich meine Rivalin. Ja, ja. Wir schaffen das. Was steht hier? Turfield-Stadion. Ja, cool. Du kannst dich an einem Arena-Stadion versuchen, so oft du willst. Damit wollen sie auch wohl testen, wie stark euer Wille ist. Auf die Liga-Karten der Arena-Leiter findet man interessante Anekdoten. Okay. Rein da. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, lol. Hey, was geht? Hey, ich bin's, Baldium. Baldwin, meine ich natürlich. Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich hier einen ganz tollen Ball für dich. Ein Freundesball, cool.
Jo. Fängst du ein Pokémon in einem Freundesball, ist es dir gegenüber sofort zutraulich. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Ja. Ich darf es einfach nicht, mir einen Galamauti zu fangen. Wenn du eins hast, willst du es gegen meinen Nauti tauschen? Nein. Oh, verstehe schon. Aber wenn du es dir nochmal alles überlegst, bin ich zum Tausch bereit. Ja, sorry, meine Stimme ist gerade ein wenig RIP, könnte man sagen. Aber ich will eigentlich jetzt immer noch so lange aufnehmen, bis ich die Arena schaffe. Ob ich da auch ein Arena-Challenger... Ob die da auch eine Arena-Challenger ist? Ja, ich bin einer. Du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Wenn du dir den Pflanzenbauern schnappst, merke ich mir deinen Namen. Feuerattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv. Das gehört zum Grundwissen. Ja. Dieser Trainer hat wohl eine Empfehlung von Delion. Stimmt. Wer die Arena-Mission nicht erfüllt, kann auch den Arena-Leiter nicht herausfordern, richtig? Woraus sie wohl besteht? Ich bin sehr gut im Tanzen, ob das hilft? Naja. Dieser Trainer da soll Hobbs Rivalin sein. Uniformladen. Gibt's denn Neues? Nee, oder? Nein. Lassen wir den Einkauf fürs Erste. Hallo. Ah, ein Arena-Challenger. Willkommen. Lass mich dir erstmal den grundsätzlichen Ablauf der Arena-Challenge erklären. Das Ziel der Arena-Challenge besteht darin, die verschiedenen Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiterin zu besiegen. Von jedem Arena-Leiter, den du besiegst, erhältst du einen von insgesamt 8 Arena-Orden. Alles klar. Möchtest du dich gleich eine Arena-Mission versuchen? Oh ja! Gut, dann solltest du zuerst mal in deine Uniform schlüpfen. Dies ist bei Arena-Mission Pflicht. Okay. Nice, nicht schlecht, die Maus. Nun kann die Arena-Mission beginnen. Zeig, was du drauf hast. Das machen wir. Pflanze. Dum, 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 dum. Oh? Oh, oh, was? Minigame oder so? Was passiert hier? Wollies. Okay. Interessant. Was geht hier ab? Was geht hier vor sich? Die Mission, die der Arena-Leiter von Turfeed für Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen Volley zu dieser Heuballenwand zu treiben. Okay, cool. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stuart, da lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun denn, möge die Arena-Mission beginnen! Okay, aber Zeitlimit? Ich hoffe mal nicht. Dumm, aber das sieht mir jetzt nicht so schwer aus. Schon das war's, ne? Ja, das war's. Nice. Dumm. Wie cool, das ist richtig cool gemacht. Hier gibt es sogar einen Voldi als Gegner. Nein, danke. Kann auch verzichten. Oh nein, 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 Volli. Bitte, bitte da lang. Zu deinen Freunden, Volli! Zu deinen Freunden, Volli! Yes. 20 von 20. Ob mein Volli auch so stark ist? Das werden wir ja jetzt sehen. Ach, Cremi habe ich da. Okay, lass uns mal mit Cremi kämpfen. Stimmt, da war ja was. Willkommen, Herr Challenger. Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das Weite. Aber nimm es nicht persönlich, das ist mein Job. Okay. Arena-Leiter Roven. Arena-Trainer, nicht Arena-Leiter. Bin dumm. Warum ist der Hintergrund so... nicht dieser Ort, wo wir gerade sind? Ein Cortini. Diebeskuss. Ah, geht von dem Damage her. Andersrum? Auch. Okay. Aber so was weiterhin. Diebeskuss. Zack. Und damit heilen wir uns sogar. Krass, oder? Ich glaube, mit Cremi sind wir gut aufgestellt, würde ich sagen. Diebeskuss. Oh, Blattwerk. Was soll denn das? Hör auf. So stark. Oh Gott. Diebeskuss.
Ah, fast. Aber das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Und dann darfst du auch meine Stimme ein wenig ausruhen. Lol. Oh, lol. Diebskuss. Kuss. Schmutz. Nice. Coutini wurde besiegt. Und Wolli. Schade. Und deine Pokémon sind eine Einheit. So wie es sich für einen Arena Challenger gehört. Coole Musik, ey. Was? Ach so, der Hund. Der macht denen Angst. Okay, machen wir erstmal die hier. Das ist die falsche Richtung. Hier lang. Genau. Nice. Nein. Alle. Wie viele sind das? 13. Okay. Wir sind schneller als die Wollis, merke ich gerade. Okay. Los, Wolli. Oh, die können sogar weggehen. Verdammt. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, das tun die nicht wirklich. Das ist ein Hund. Okay, wo sind die letzten? Sind das die letzten alle? Nein, ist noch so ein Einzelgänger. Ey, du. Ja, genau. Da lang. Nein. Ja, nein. Eigentlich will ich, dass du mit deinen Freunden gehst, Bro. Hier. Genau. Ja, genau. Renn. Und Kampf. Deine Pokémon haben doch bestimmt Lust, ein bisschen Frust abzulassen und unangenehm ein paar Attacken zum Besten zu geben, oder? Weiß nicht, haben sie das? Haben sie davor Lust? Ich weiß es ja nicht. Ein Knospi hat dieser Arena-Trainer. Knospi, cool. Zwei Pokémon hat er, nicht so geil. Ich hoffe, die kriegen wir easy peasy mit links und rechts down. Diebeskuss. Nicht sehr effektiv. Oh. Dann sollten wir unser Pokémon vielleicht doch wechseln. Es ist nun Knospi, deshalb lasse ich Flegleon mal ran. Weil ich denke jetzt nicht, dass Knospi irgendwelche krassen Pflanzenattacken hat. Ja, zum Glück. Nur Wachstum. Dann setzen wir mal Aquavelle ein. Sollte trotzdem noch viel Schaden machen. Ja. Nur Wachstum. Okay. Gut. So, Flecklion wird ja aber nicht viel benutzt werden, weil wir kein Wasser bei einer Pflanzenarena brauchen. Lol. Nice. Wolli, Level 19, endlich! Ein Myrapla. Interessant. Ist das schon Gift oder ist das erst später Gift? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nice, macht sogar die Hälfte. Gut. Starre Sporen, nein! Was ein Rotz, ey! Sorry. Was ein Rotz mit dir, Myrapla. Hau ab! Ich will dich nicht sehen. Tschüss. Verpieseln Sie sich. Danke. Wow, da wird ja das Wolli in der Pfanne verrückt. Arena Challenger, reiß alle Barrieren nieder und öffne das Tor zu deiner strahlenden Zukunft. Aber bevor ich das mache, wir rollen schon alleine dorthin. Ich will noch kurz mit dem anderen nochmal reden. Hab ich vergessen. Wenn du die Trainer hier besiegst, bleiben die Wolli brav an Ort zur Stelle. Das macht die Arena ein bisschen ein wenig leichter. Okay. Ich dachte, das wären so Gegner. Aber nein, die machen das nur schlimmer mit den Wollis. Aber ist nicht so schlimm für mich, denn wir haben es easy geschafft. Und kommen zum Arena-Leiter Nummer 1. Yaro hieß er, ne? Oh, warte, wir sind noch gar nicht fertig. Einmal muss noch. Alles klaro. Sind da so zwei Einzelgänger? Oh, mache ich die gleich. Keine Lust jetzt. So, tschüss. Nein. Keine Einzelgänger mehr, bitte. So, tschüss. 17 sind's. Ja, ich habe zwei unten. So, 18.
Und jetzt noch die anderen beiden. Okay, machen wir weiter auf einmal. Ich glaube, das ist klüger. So, ja genau, so. Ja, genau. Und dann beide auf einen Fleck hier. Oder so. Ach, keine Ahnung, egal. Nicht beide auf einmal. Oder warte, lass mal Wolli da vor dem Trainer stehen. Und dich. Tun wir schon mal dahin. Oder? Ja, komm, komm, beeil dich. Dumm, dumm, dumm. Nein! Oh, ich hasse es. Na komm. Beeil dich. Hopp, hopp. Hoppe, 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 hoppe. Okay. So, jetzt noch die Trainerin und dann das andere Wolli. Ja, hallo, willst du kämpfen? Jetzt. Du hast es nicht mehr weit bis zum Arena-Leiter, aber freue dich nicht zu früh. Warum soll ich mich nicht zu früh freuen? Denkst du etwa, du kannst irgendwas tun, damit ich da nicht hinkomme? Hm? Ich denke mal nicht. Los, Cremi. Zwei wieder. Verdammt, hör auf! Was bist du denn für eine, ey? Diebeskuss, zack. Okay, das dauert mir zu lang. Ich wechsle es einfach trotzdem auf. Fleckleon, weil mit Fleckleon bin ich zumindest stark. Lol. Yeah, yeah. Ja, zumindest macht das nicht so viel Schaden. Immerhin. Ich glaube, Aquawelle ist meine stärkste Attacke. Deshalb setze ich Aquawelle ein, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Aber es ist effektiv genug, es zu besiegen. Nächstes Pokémon ist ein Mirapla mal wieder. Das sollte für Fleckleon mittlerweile kein Problem mehr sein. Nach zwei Schlägen kann das Vieh auch nicht mal atmen. Okay, vielleicht so krass nicht, aber trotzdem. Okay, drei Schlägen. Aua, aua, das tat schon wenig weh, aber das wird schon alles gut gehen. Hoffe ich. Obwohl. Ivoi, hilf mal. Hilf mal! Wir brauchen Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Ivoi? Aua. Was soll denn das? Für ja nicht okay. Rückzugieb. Nicht schlecht. Warum Gifts? Dieses Mirapla regt mich richtig auf. Verdammt. Los, Rückzugieb. Besieg es. Wir wollen zum Ziel. Der erste Orden, der kann jetzt nicht mehr warten. Ich will ihn jetzt sofort haben. Level up für Cremi. Mann, bist du stark. Jetzt darfst du dich freuen. Als nächstes wartet der Arena-Leiter auf dich. Geil. Dun, 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 dun. Komm, Wolli. Roll, roll um dein Leben, Wolli. Schaffst das. Nein! Rolli, lauf! Roll! So, kurz davor. Aufhören. Weil wir wollen unser Pokémon wechseln. Zu Wolli selbst! Ja! Nice! Und damit geht es nun los in den Champion. Er wartet hier vorne auf mich. Und die Wollis auch. Kurz abgespeichert und es geht los. Der Grund sieht ein wenig seltsam aus, aber okay. Rauf da mit Gebrüll! Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt kommen wir ins Stadion rein. Ins Fernsehen? Ich will nicht. Nein, komm. Los. Rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Wir schaffen das.
So, nochmal ein kleiner Cut, aber jetzt geht's los. Ich bin schon aufgeregt. Meine Arena-Station ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. Da gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also, ich habe mir eine besonders knifflige Arena-Mission überlegt, dachte ich zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem, Hut ab! Du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Noch ein Grund mehr für mich, alle Register zu ziehen und meine Pokémon zu deiner maximieren. Das wird ein spannender Kampf. Sehe ich auch so. Bin bereit. Jao! Fordert mich heraus! Dynamax! An bestimmten Stellen in der Galar-Region ist es Pokémon möglich, gigantische Ausmaße anzunehmen. Dieses Phänomen nennt man Dynamaximierung. Das sagst du mir erst jetzt. Hält drei Runden lang. Okay, wisst ihr was? Ich will gucken, wie Mauzi aussieht. Weil Mauzi wird nämlich danach nicht mehr bei uns sein. Ich habe keine Lust auf Mauzi. Deshalb gucken wir uns Mauzis Dynamaximierung an. Er setzt Zauberblatt ein. Macht ein wenig Schaden, aber kein Problem. Dynamax! Dunkel. Denn Mauzi sieht aus wie ein Alola Kokowai in seiner Dynamaxisierung. Seht doch selbst. Miau, miau, miau. Oh yeah. Deiner Dunkel. Geil. Aua! Das kriegst du zurück! Gigamünzregen! Die spezielle Attacke, die nur er hat! Oder? Ja, ich glaube schon. Normale Attacke, aber am Ende nochmal ein paar Münzen. Und ein Effekt, dass Münzen herumfliegen. Verdammt! Nochmal! Bam! Sein erstes Pokémon ist besiegt. Houtini und Fleckleon erreichen ein neues Level up. Und sein nächstes Pokémon wird noch ein weiteres Kotomi sein. Ha, wir sind zäh und ausdauernd. Farmer sind nämlich nicht so leicht unterzukriegen. Okay. Wie du sagst, wie du meinst. Da ist die Weiterentwicklung. Und tschung, tschung. Mauzi. Mauzi wieder ganz normal. Die Musik geht richtig ab. Oh, wow, wow. Geil, geil, geil. Oh. Mm. Yeah. Der Hype ist real. Oh nein. Zeit für Dynamax, sie werden euch mitsamt euren Wurzeln zusammen mitreißen, was immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Es ist gigantisch groß. Trotzdem aber ein einfaches Ziel für unser kleines Wolli. Sieh zu und starne, hier kommt eine Dynamax-Attacke. Oh nein. Deiner Flora. Was? Wie bitte? Oh mein Gott. Was soll denn das?
Am Ende schaffe ich es nicht. Nee, das glaube ich nicht, aber stell dir das einfach mal vor. Kanon! Oh nein, hör auf, das macht so viel Damage. Nein! Oh Gott. Kanon! Machen wir mal Gesang, damit das einschläft. Und während das Pokémon dann einschläft, holen wir unser Wasservieh raus. Bitte auf. Gesang. Was? Nein! Verdammt! Wir kriegen das nicht hin, Leute! Okay, Leute, ihr müsst alle tapfer kämpfen, auch wenn ihr vielleicht sterben werdet. Ihr müsst alle tapfer kämpfen. Es tut mir leid. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen es schaffen, Leute, wir müssen es schaffen. Verdammt, das Pokémon stark. Diebskuss. Warum darf der zuerst angreifen? Mann, was? Der ist ja ultra stark. Was zum Henker? Ja, moin auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss einfach ein Beleber benutzen oder so. Verdammt. Kacke, Mann. Ruckzuckhieb. Wie viel Damage macht das? Nicht viel. Echt nicht viel. Ich bin noch vergiftet. Was mache ich denn? Oh Mann, ich habe Angst. Ein Volltreffer war das. Super, super. Nein, 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 das macht so viel Damage. Verdammt. Kage. Ich muss ein Beleber. Ich benutze ein Beleber. Ich werde es uns nicht schaffen. Auf. Evoi. Ja. Mauzi, sorry, ne? Sorry, Mauzi. Einer muss seine Hand hinhalten. Wieso geht das daneben? Ich verstehe diesen Blödsinn nicht. Mann! Was ein Rotz. Ganz ehrlich. Was ein Rotz. Los, Evoli. Ruckzuckieb. Schaffst das. Okay? Für mich. Für mich! Nein! Was? Nein, hör auf! Das macht zu viel Damage. Ich muss heilen, oder? Ja, komm, heilen wir lieber. Verdammte Kacke! Die Musik. Die ist was Neues, so. Das hat man vorher noch nicht in Pokémon gehabt, so eine Musik. Ich hätte trainieren sollen. Oh Mann. Bitte lass mich den Kampf schaffen. Hör doch auf mit deinem scheiß Kanon. Geh nämlich mal die AP aus oder so. Ich muss Tränke einsetzen. Ich sehe keine andere Möglichkeit gerade. Verdammt. Jetzt lass es. Blattwerk, wie viel macht das? Nicht so viel, oder? Nee. Hm, geht. Aber nicht so viel wie das andere. Hochzugkrieg müssen wir spammen. In der Hoffnung, dass er kein verdammtes Heil-Item hat. Aber ich vermute trotzdem, dass er eins hat. Einfach drauf. Ist egal. Einfach drauf. Das nächste Sandwirbel. Falls wir noch leben. Nein, tun wir nicht. Oh nein! Mein letztes Pokémon ist Fleckleon? Nein! Nein!
Das gibt es nicht. Ich hab Angst. Ivoi. Ich versuch's mal. Mit Aquawelle! Nein! Ich darf nicht mal angreifen! F. Wie habt ihr euch eigentlich in dieser Arena geschlagen? Schreibt's mir mal gerne in die Kommentare rein. Bitte hat da keine Heil-Items, das wäre so gemein. Jetzt würde er aber eins benutzen, ne? Wenn er eins hätte. Oh nein, 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 nein. Das macht so viel Schaden. Wenn er ein Heil-Item hat, dann würde er es doch jetzt benutzen. Okay, man hat da anscheinend keins. Yo! Übertreib. Ich glaube, ich heile einfach, belebe einfach Flecklion. Und das Flecklion einfach übernehmen. Ja, ich mach das mal. Oh, stimmt, ich muss erstmal beleben. Oh, das läuft richtig kacke hier. Ich habe keine Heil-Items mehr. Das kann doch nicht so schwer sein. Rauf da. Ruckzuckieb. Das muss Schaden machen. Yes! Yes, Volltreffer. Yes! Das Glück steht auf meiner Seite. Ivoi, Level Up. Das hast du dir so verdient, Evoli. Sowas von. Ich bin stolz auf dich. Guck mal, das schwer. So verwelkt unsere ganze Pflanzenpower. Du bist ein beeindruckender Arena-Challenger. Und du bist krass gewesen mit deinem Pokémon. Damn. Das ist richtig in diesem Kampf reingekniet. Und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena-Challenge einen Arena-Leiter besiegt. Und deine Leistung zu ehren vielleicht dir hier mit den Pflanzenorden. Nice. Rettet alle Pokémon bis einschließlich Level 25 fangen. Also nur 5 Level mehr? Oha. 8 Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena Challenge siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei. Geh und zeig's den anderen Arena-Leitern. Yo. Meine herzlichen Glückwünsche zu deinem Sieg gegen Arena-Leiter Yarrow, Maike. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Zauberplatz. Kannst irgendjemand von uns erlernen? Ich glaube nicht. Dazu bekommst du außerdem Yarrows Uniform. Aber bevor du fragst, ist es natürlich nicht das Original, sondern noch eine Nachbildung. Ah, Pflanzenuniform. Ziehen wir doch gleich mal an, würde ich sagen. Nur zu deiner Info, Maike. Die Arena-Channel sieht vor, dass du die Arena in einer festen Reihenfolge abgrast. Für dich steht jetzt erstmal Kate, die Arena-Leiterin von Kilton, auf dem Plan. Route 5 führt dich direkt dorthin. Aber mit dem Pflanzenorden in der Tasche könnte es sich lohnen, vorher einen Abstecher in die Naturzone einzulegen. Da gibt es nämlich einige sehr starke Pokémon. Es ist zwar nicht gerade einfach, Pokémon zu fangen, deren Level höher ist als der deiner Team-Pokémon, doch der Aufwand lohnt sich. Ja, das stimmt. Warum kichern die da? Lol. Sie haben ein neues Outfit erhalten. Ich weiß nicht, wo wir uns umziehen. Was? Sie könnte sich zum Geheimtipp mausern. Du hast Jahre bezwungen, das war echt klasse Match. Merkst du jetzt meinen Namen? Du bist der Maike, oder? Das war super, ich bin jetzt ein Fan. Yeah, sie haben Fans, Leute. Die macht sich gar nicht schlecht. Yeah, ich bin halt so krass. So krass sind wir. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Ich habe vorher zwischendurch noch mal eine Pause gemacht. Aber ich denke mal, ich werde hier einfach die Folge beenden, egal wie lang sie ist, das weiß ich gerade nicht.
Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte eine positive Bewertung da. Das war echt schwer für mich. Ein Abo da lassen, damit ihr auch Bescheid wisst, wie es in Pokémon Schild weitergeht. Haut rein und ciao, Leute.